Wunderschönen guten Morgen, guten Morgen von der Nordsee, Tag 2, heute ist Sonntag und wir sind jetzt schon um knapp so kurz nach 8 mit den Hunden spazieren am Nordseestrand hier im Kamperland und ihr seht, es ist nichts los, nee. Es ist so schön und unsere Hunde rennen gerade mal wieder weg, die rennen um die Wette. So, bleiben stehen und hinter uns ist das tolle Meer, der Ausläufer davon. Und ihr seht, ihr seht nichts, weil es ist alles ein bisschen... Warte, ich ändere das so. Ja, ey, guck mal, das ist eine Meerjungfrau. Ist die nicht toll? Na gut, Jungfrau, lass mal sein. Ne? Und ja, es soll heute wirklich ein wunderschöner Tag werden. Und wir werden heute ein bisschen Sachen unternehmen und ein bisschen grillen und ja, den Tag genießen. Ein bisschen hier und ein bisschen da, genau. Und ein bisschen gar nichts tun. Ja, genau, Urlaub halt. Ne? Ja, wir gehen jetzt definitiv jetzt gleich zum Bäcker, holen uns dann frische Brötchen und werden die in unserem vorgeheizten Vorzelt, habe ich jetzt extra einen Ofenalm reingestellt, bei kuschelig warmer Temperatur dann einfach mal frühstücken und da freue ich mich drauf. So, ihr Lieben, wie wir es gesagt haben am Strand, wir sind jetzt am Frühstücken. Tina hat schön den Tisch gedeckt. Und es gibt frische Brötchen. Zeigt mir die mal. Die müsst ihr euch angucken. Die haben eine Brötchenauswahl, die ist der Wahnsinn. Mit frischen Croissants. Ja. Und was wir in den Niederlanden so lieben ist... Gurkumel. Gurkumel ist der Hammer, ja. Aber kriegt man inzwischen auch ganz oft in Deutschland. Genau, aber wir haben das erste Mal probiert in den Niederlanden. Ja. Und das war der Hammer. Schmeckt kalt und warm. Ja. Jetzt. Schön vegan, schön dick. Macht schön dick, ja. Ja, macht schön dick, genau. Ja, jetzt nach dem Spaziergang am Strand morgens um 8, wie gesagt, gehen wir jetzt ans Frühstücken. Wir haben schön vorgeheizt mit unserem Gasofen. Das Zelt ist jetzt sowas von mollig warm, dass selbst meine Frau sich hier wohlfühlt. Mit dir. Na, Kleine. Ne, Große. Du bist jetzt endlich an der Nordsee. Ja. Geil, oder? Oh, hier riecht so anders. Na? Oder bist du das? Nee, ich bin das nicht. Warum sitzen wir hier? Wir gucken gerade was ultra Spannendes. Und zwar findet das Ganze in der Front von uns statt. Und da schwenken wir jetzt mal die Kamera. Gut, der erste ist schon drauf. Ja, der erste ist schon drauf. Und was da genau ist, zeigen wir euch jetzt gleich. So, liebe Leute, hier sind so ein paar... lebensmüde Menschen, erwachsene Menschen mit Helm, Gelb und Weiß. Und der eine ist da vorne in der Front von diesem komischen Blasesack, keine Ahnung was das ist. Und die anderen wollen jetzt wohl hinten drauf hupsen. Und der würde dann auch ganz hoch fliegen und es passiert und... Also das geht noch besser, also das ist maximal eine 8, oder? So, ihr Lieben, wir starten heute Abend mit einer Rollertour. Ja, Stefan ist sowieso schon wieder weg. Den kann man nicht mehr einholen, so alt ist er. Und ich bin mal gespannt und heute testen wir das erste Mal auch den Korb von Movi. Und der Kindskopf kann es einfach nicht sein lassen. Auf geht's, alter Mann. Was?
Juhu, los geht's. Da muss hier jemand drauf haben. Fahr mal. Andele, auf geht's. Oh, die Rollergang auf der anderen Seite der Insel. Yeah! Da ist der riesen Yachthafen, weißt du, ob ihr das seht. Also richtig, richtig schön. Und da drüben, da ist irgendwo unser Campingplatz, weil da sind auch diese Strandhütten. Diese Strandhäuser. Und irgendwie verlassen sie mich alle. Also müssen wir da mal hoch. Guckt euch das hier mal an. Leute, die Rollertour ist heute so ein bisschen ins Wasser gefallen. Wir sind klatschnass und ja, wir haben jetzt nur noch 88 Kilometer bis nach Hause. Nein, 88 Meter. Und jeder hat eine Kapuze auf. Wir früher losfahren, als die Sonne noch geschienen ist, aber Olli muss erst noch sein Essen auffressen. Ja, ganz genau. Und deswegen gib jetzt Gas. So sehen dann die Roller aus, wenn man auf den Oliver hört. Der weiß, wo es lang geht. Und das ist der Roller meiner Frau, die mir immer treu folgt. Vielen Dank, lieber Schatz. Ja. Und Nico muss die Roller sauber machen. Die kommen mir so nett ins Vorzelt rein. Heidewitzka, war das eine Tour. Wir sind endlich angekommen von unserer ins Wasser gefallenen Rollertour. Die Lampen haben wir schon brennen, also die auf dem Tisch. Und betrunken sind wir aber nicht. Das reicht sich sogar. Und ja. Wir werden jetzt noch so ein bisschen gemütliche Runde starten, vielleicht ein, zwei Bierchen trinken oder Whisky haben wir ja leider keinen, Dirk fehlt. Tja. Ja. Da tropft. Wo tropft's? Ja, da tropft's gar nichts. Nein, von außen. Ach, von außen, ja. Im Übrigen ist jetzt der erste Tag, wo mein Camperzelt im Regen steht und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob die Nähte wirklich dicht sind. Der Ofen im Hintergrund ist schon jetzt auf volle Pulle. Ja, und ich sitze daneben. Ja, und den haben wir uns damals gekauft in Aschau, als wir das allererste Mal Herbstcamping gemacht haben. Wir hatten unser erstes Stangenvorzelt aufgebaut, was eine Katastrophe war, denn nach 2,5 Stunden hat dann ein Nachbar gemeint, ich glaube, ihr könntet Hilfe brauchen. Und ich schwöre euch, wir haben das zu Hause geübt, bis zur Vergasung, und haben es trotzdem nicht hinbekommen und haben aber gedacht, okay, es passt. Ja gut, der Mann hat uns geholfen, wir haben Zelt aufgebaut, es war Herbst, es war in den Bergen, es war sowas von kalt. Und dann haben wir gedacht, ey komm, wir brauchen eine Heizung. Und dann haben wir uns diesen kleinen Ofen hier geholt, der viel zu groß ist. Total klein. Mhm. Ja, viel zu groß, aber der macht richtig mollig warm. Und ja, und so wird jetzt unser Abend verlaufen. Und ein, zwei kühle Bierchen, ein bisschen Cola oder sowas, ein bisschen reden, ein bisschen lachen, ein bisschen singen danach. Ja, und okay, wir haben dann den Platz für uns alleine, wenn er singt. Nein, ich singe nicht. Ich kann nicht singen, Mann. Das weiß ich. Ja, auf alle Fälle, wir werden jetzt noch so ein bisschen Abend ausklingen lassen. Und ja, das war jetzt Tag 2. Und wie gesagt, Campen macht uns immer noch sehr, sehr viel Freude. Und wir sollen wirklich jeden Moment schätzen, den wir hier in der Natur genießen können. Bis denn. Thank you.